Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Allerdings gibt es heute kein Rezept, sondern ein Tutorial. Und zwar, wie nutze ich Alexa als Zeitschaltuhr? Ja, wer kennt es nicht? Man hat zig Zeitschaltuhren und irgendwann laufen sie nicht mehr synchron. Gerade jetzt zur vergangenen Weihnachtszeit hatten wir das wieder. Und da habe ich mich jetzt rangemacht, weil ich einige Steckdosen und Lampen habe, die mit Alexa betrieben werde, dass ich die als Zeitschaltuhr nutze. Leichter gesagt als getan. Ich bin nicht damit zurechtgekommen über die App, habe im Internet geforscht. Da findest du auch einige Videos. Ein Video habe ich gefunden, mit dem ich was anfangen konnte. Habe es dann auch so ein bisschen umgewandelt und alles. Ja, das Ergebnis seht ihr im folgenden Video. Ich hoffe, ihr könnt es gebrauchen. Film ab. Kühnes Kochkanal. So, es geht los. Ich mache die ganze Sache jetzt auf meinem Handy am Samsung Galaxy Z Flip 3. Könnte aber sein, dass bei euch das ein bisschen anders aussieht, aber es sollte eigentlich funktionieren. Im Schritt 1 öffnen wir erstmal die Alexa-App und dann gehen wir auf den Punkt Routinen. Im Schritt 2 gehen wir oben rechts auf das Plus, das heißt eine Routine hinzufügen. Im Schritt 3 müssen wir jetzt einen Routinennamen eingeben. In Schritt 4 und 5 geben wir jetzt unseren Routinennamen ein, in unserem Falle Flur an, und oben rechts geht es dann auf Weiter. In Schritt 6 tippen wir auf, wenn Folgendes passiert, auf das Plus. In Schritt 7 gehen wir dann auf Zeitplan bzw. Plan, je nachdem, wie es bei euch erscheint. In Schritt 8 gehen wir auf Um. Und in Schritt 9 auf Wiederholen. In Schritt 10 klickt ihr die Wochentage ein, wo die Routine erstellt werden soll. Ich habe es hier die ganze Woche gemacht und anschließend klickt ihr oben rechts auf Speichern. In Schritt 11 geht ihr auf Um- und Auswählen. In Schritt 12 gebt ihr ein, wann eure Routine starten soll. Entweder mit dem Drehrad oder unten links mit dem Ziffernblock geht einfacher. In Schritt 13 gehen wir auf Aktion hinzufügen. Schritt 14, wir klicken Smart Home an. In Schritt 15 klicken wir die Sache an, die wir installieren wollen, in unserem Fall Steckdose. Ihr könnt auch Lampen oder Gruppen nehmen, je nachdem, was bei euch anfällt. In Schritt 16 klicken wir auf das Gerät, welches installiert werden soll, in unserem Falle Flur. In Schritt 17 klicken wir erstmal auf An und dann auf Weiter. In Schritt 18 überprüft ihr eure Angaben und geht dann oben rechts auf Speichern. In Schritt 19 solltet ihr dann folgende Meldung erhalten: Routine erfolgreich erstellt. Das heißt, euer Gerät ist jetzt eingerichtet und startet ab dem Zeitpunkt, den ihr eingegeben habt. Also in unserem Falle 15:31 Uhr. So, das war die Routine an. Natürlich brauchen wir noch auch die Routine aus. Da sind drei Korrekturen notwendig und die zeige ich euch jetzt. Dass sich das Gerät ausschaltet, führt ihr folgende Schritte durch bis Schritt 5. Da gebt ihr statt an aus ein oder halt eure Bezeichnung.
In Schritt 12 stellt ihr dann eure Ausschaltzeit ein. In Schritt 17 klickt ihr statt auf An auf Aus, fahrt mit den weiteren Schritten fort, dann habt ihr eure Ausschaltzeit programmiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar, überhaupt einen Kommentar. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, bin ich immer für offen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis denne! Kühnes Kochkanal.